Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Minecraft-Videos. Hier haben wir nochmal im Überblick die Welt, wie wir sie eigentlich bisher kennen. Mit der Strandhütte, dem Creeper Memorial, Puerto Vallarta, Fort Detritus und das große Bootshaus, dann der TNT-Tunnel, das kleine Bootshaus, die Färberei, die Zombie-Höhle, wo wir uns zuletzt viel herumgetrieben haben, und dem Kaninchenhügel. Dann habe ich mich ja aufgemacht in neue Bereiche und habe also mich dann hier vom Creeper Memorial aufgemacht in diese Richtung, um dort die Welt weiter zu erkunden, damit ich also hier neues Gelände kriege mit den neuen Eigenschaften, denn das hier ist eigentlich soweit alles ja noch aus der Alpha. Gut, schauen wir einfach mal an, wie groß die jetzt geworden ist, die Welt. So sieht's aus, da ist also einiges dazu gekommen. Das waren vorher 20 MB, die Welt groß war, jetzt sind es 28 MB. Ein Teil davon habt ihr ja jetzt in den letzten Videos schon gesehen, hier vom Creeper Memorial bin ich hier in diese Richtung weiter. Hier haben wir die Ecke, wo ich mein kleines Loch in der Wand habe, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Na, hier haben wir die große Bucht, wo da hinten eventuell mal sowas wie Abu Simbel entstehen soll, so ein Felsentempel oder sowas. Hier haben wir die Lava, die offen war am Strand. Ja, und dann haben wir also hier diese Inseln entdeckt, waren hier, hab hier noch Fackeln gesetzt, hab das Gelände hier überall noch erkundet. Und war sogar noch mal hier hinten irgendwo. Dann habe ich an anderer Stelle auch noch weitergemacht, nämlich hier oben bei der Färberei. Bin ich ein bisschen hier in die Richtung weiter nach Osten, ist es glaube ich. Und habe hier also auch ein bisschen meinen Horizont erweitert. Hier geht es also weiter mit Wüste. Da habe ich auf diesem hohen Plateau hier habe ich mal die Nacht verbracht. Einfach auf der Suche nach Lehm war ich dort. Ich bin dann auch fündig geworden, so dass ich dann also auch hier an dieser Stelle am Schwarzen Loch weiterbauen konnte. Das soweit dazu. Wir werden jetzt heute einfach mal weiter erkunden. Und zwar geht's los an meinem Felsenloch. Und dann werden wir uns hier in diese Richtung vorarbeiten. Dann werde ich also hier meine ersten, was sind das? Die Bäume, die in Polargebieten wachsen, ich nehme an Fichten oder sowas, entdecken und werde also zwischendurch versuchen, möglichst fleißig Birkenholz zu sammeln, das Holz von diesen Bäumen zu sammeln, weil ich inzwischen auch einige Mods wieder drin habe. Zum Beispiel den Saplings-Mod, dass also dann aus Birken tatsächlich Birken-Saplings, also Samen herunterfallen und aus denen dann auch wieder Birken werden. Und diese Samen werde ich dann mir holen und dann entsprechend die Bäume auch auf Puerto Vallarta pflanzen, sodass ich auf meiner Holzfarm immer möglichst gute Auswahl habe. Dann steigen wir doch einfach mal ein. So, ihr seht also, so ganz sicher ist die Ecke hier noch nicht. Ich habe eine aufregende Nacht hinter mir. Mir ist gerade neben dem Bett ein Zombie gespawnt. Ich glaube, ich muss hier noch einiges machen, was so Beleuchtung angeht. Ihr hört es ja, es ist auch gerade draußen der Teufel los. Und da hinten ist aber schon ganz leicht die Morgendämmerung zu sehen. Warten wir da einfach mal noch ein bisschen ab, bis sich das hier beruhigt. Ja, ich habe mir hier also auch noch ein Bett gebaut, dass ich hier einfach mal kurz die Nacht verbringen kann. Und habe auch wieder den Minenhelm dabei. Das Hoverboot funktioniert ja leider nicht. So, liegt mir hier auch gleich noch ein bisschen Fressen bereit. Habe ansonsten das Inventory leer. Und so, war hier noch ein bisschen unterwegs, habe mir ein bisschen was
noch gesammelt und gebaut. So. Ah ja. Okay, die Sonne geht auf. Es wird hoffentlich langsam ein bisschen ruhig, dass wir hier auf Tour gehen können. Aha. Ja, richtig was los. So, ist jetzt Ruhe. Endlich. Meine Fresse. Ach. Was habe ich mir hier bloß für eine Ecke ausgesucht? Das ist ja grauenvoll. So. Essen wir erstmal ein Schnitzel. Dann sehen wir zu, dass wir hier Kram einsammeln können. Zumindest meine Pfeile. Ja, ihr seht, ich habe auch wieder das Borderlands Texturen-Pack. Das ist auch inzwischen für die 1.3 aktualisiert worden. So, und habe mir hier also einen etwas bequemeren Einstieg gebaut mit einer Leiter. Wo ich also dachte, okay, hier komm ich mit den Monstern einigermaßen klar. Aber wie man gerade gesehen hat, war das nicht so. Ja, okay, Rüstung sieht soweit noch gut aus. Ach, ich denke mal, dann machen wir uns einfach ein bisschen hier auf den Weg. So, Mikro mal ein bisschen beiseite nehmen. So, dann bin ich mal gespannt, wo hier noch... Da bin ich lieber rückwärts von der Klippe runter bei 2 Kronen. Gottes Willen, ey, was habe ich mir hier für eine Ecke ausgesucht? So, aber ihr kriegt wenigstens was geboten für euer Geld. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. So, zack. Okay, Fackel kann da ruhig bleiben, aber ich brauche erstmal einen Schnitzel. Brauche ich auch neue Rüstung. Wäre mal an der Zeit, aber das lassen wir noch. So, schauen wir mal, wie es jetzt oben aussieht. So, jetzt ist auch hoffentlich der Ton besser. Nicht, dass ich mit meinem Bart... ja, Terraforming bei Creeper Incorporated. Das sammeln wir hier erstmal auf. Und, legen das gleichzeitig mal wieder aus. Nicht, dass es mir hier noch... durch die Höhlendecke geht. Ey, das gibt's doch nicht, diese scheiß Creeper. Ja, was sagte ich gerade von wegen Höhlendecke? Die kann ich jetzt natürlich vergessen. Oh, scharf. Gottes Willen. Okay. Aber ich wollte hier sowieso was machen. Ich habe ja auch... Stein dabei, wenn auch noch, wenn nicht allzu viel. Nehmen wir den Rest noch Cobblestone. Die Strippen beiseite. Und dann bauen wir uns hier erstmal eine Höhlendecke. So viel Zeit muss sein. Hätte ja eigentlich eine Etage höher alles gemusst. Gut, machen wir es von oben. Das waren 3 Creeper auf einmal. Und ich hatte vorher schon, bevor ich die Aufnahme gestartet hatte, hier den Teufel los. Entschuldigung, muss ich mich mal räuspern. Also, ich habe das Gefühl, die Monster sind mit der 1.3 ein bisschen heftiger geworden. Ich hatte also nie so viel zu tun wie jetzt. Also jetzt war es natürlich extrem, aber auch jetzt während der Bauarbeiten zwischen den Aufnahmen ist mir da also so einiges
passiert und um die Ohren geflogen. Das ging alles nicht so ganz reibungslos, aber dafür spielt man ja auch auf easy. So, hier sind wir soweit und schauen wir uns mal um. Jawohl, hier hatten wir ja den Schacht, das ist der Hinterausgang von meiner Bude. Mal sehen, vielleicht muss ich da auch noch was machen. Ja, da kann ich mir nachher später drüber legen. So, dann hatten wir da die Ecke, wo die Lava an der Oberfläche ist. Hier die Ecke mit dem Teich. Da hinten der große Berg, auf den wir rauf sind. Und was mir bei den neuen Teilen aufgefallen ist, ist, dass es relativ häufig solche Seen gibt, dass man also auf dem Land, also durchaus mal auch auf höheren Ebenen Seen findet, Wasser findet, so wie hier zum Beispiel. Und dass es relativ viele kleine Seen gibt, so mehr oder weniger direkt am Wasser und viel von Erde überbaut, so kleine Höhlen, in denen Wasser drin ist. So, hier hatten wir das Piratenloch. Und ja, ansonsten war hier, hab da eigentlich schon alles gesehen. Sasa. Da sind wir ja schon lang. Ich will mir jetzt nur noch da hinten ein paar Birken abholzen. Und vor allen Dingen deren Setzlinge, deren Samen sammeln. Hier haben wir nochmal so eine Stelle. Ja. Also sowas ist in den neuen Teilen relativ häufig. Oh, da hinten ist auch noch Kohle, sehr schön. Dass man da also Ecken hat. Ich hatte mir doch noch eine zweite Axt gebastelt. Ja. Okay. Also wie gesagt, das ist auch die Axt weg. Ich mache das mal richtig, indem ich mir hier die Werkbank hinstelle. Da habe ich doch meine Ersatzaxt. Was mache ich? Rede ich denn die ganze Zeit? So, ich habe, wie gesagt, auch diesen Mod drin, der die einzelnen Setzlinge von den Bäumen unterscheidet. Wenn ich also jetzt hier die Birkensetzlinge einsammle dann und später einpflanze, dann werden daraus Birken. Ist eine sehr schöne Sache. So ist das hier. Okay, das ist ein normaler Baum. Und deswegen ist das jetzt hier erstmal hinter Birken her. Damit ich also deren Setzlinge einsammeln kann und dann später auch Birken pflanzen kann. Nachschub an diesem Holz habe. So. Zack, zack. Mal sehen, die Bäume sind ja relativ dicht zusammengewachsen. Das und was da alles runterplumpst an Setzlingen, aber da kommen sie ja schon die ersten. Ja, ich wollte ja dann auch den Bogen schlagen hier einmal unten lang. Das war dann also auch wieder so Richtung Monsterhöhle zurückkommen, ganz grob. Beziehungsweise erstmal zum Kaninchenhügel. Spalt, dass der halt auch möglichst geschlossen wird. Geht das natürlich
Schön. Ja, Mods. Wie gesagt, diesen Sapling-Mod habe ich drin. Dass ich also tatsächlich jetzt auch nicht nur Birken abholzen kann, sondern dann auch Birkensetzlinge kriege und neue Birken pflanzen kann. Dann entsprechend auch die anderen Bäume, da will ich auch noch ein paar Setzlinge holen. Komm schon. Leder kriege ich der hier. Schade. So, dann schauen wir. Hier ist alles weg. Schweine. Ich habe natürlich keinen Ofen dabei. Ach so, was ich auch noch drin habe, ist das Mausdeckelpilz. Dass ich also gerade hier so Schweinefleisch und Nahrungsmittel, Türen und Boote stapeln kann. So, sieht so aus, als ob es jetzt dunkel wird. Aber was haben wir hier? Ist doch schön. Eine kleine Höhle für die Nacht. Was soll denn das? Tobt da etwa schon jemand hier draußen rum, oder? Das kann es doch nicht sein. Okay, jetzt haben wir uns erstmal Ruhe verschafft. Hier ist der Eingang. Ist auch so dicht, dass da nichts mehr reinkommt. So, und ich sichere mal kurz, damit ich mir dann gleich den Minenarbeiterhelm aufsetzen kann. Der ist im Dunkeln praktisch. So. Damit sieht man nämlich ein bisschen mehr. Ist zwar ein bisschen jetzt eingegrenzt, so das Sichtfeld, aber doch besser als ganz ohne. Entschuldigung. Ich habe auch den Eindruck, dass es jetzt gerade auch mit dem Texture Pack noch ein Skelett. Ach, da ist er, okay. Doch insgesamt dunkler ist. So. Zack, okay. Und man muss jetzt natürlich mit diesem Helm dran denken, dass man die Fackeln doch dichter setzt. So, ich will das hier erstmal ausleuchten. Mal sehen, was da rauskommt. Der ist hoffentlich nicht hinter mir. Nein, okay. So, also es wird hier doch eine aufregende Nacht noch in der Höhle. Ich hole hier erstmal die Kohle raus. Hab dabei immer noch ein Auge darauf, dass da nicht jemand mir Arges will und da aus dem Dunkeln kommt. Ich hatte doch eine Spitzhacke dabei. Okay, nehmen wir die jetzt zum Weitermachen. So, Kohle ist schön, Kohle ist gut, damit kann ich mir nämlich Fackeln bauen. Und man hört es ja sicher im Hintergrund, an der Oberfläche ist einiges los. So. Ja, ich sortiere hier noch ein bisschen. Da haben wir also die Birkensetzlinge tatsächlich und die normalen Hickory, das sind die normalen Bäume.
So, ach, ja, wir hauen wir hier mal noch rein. Das hat hier ein bisschen Rabe und Kohle. Ach, da geht's ja weiter mit Kohle, okay. Was wir haben, haben wir. Nachgefüllt. Hier sieht man das mit den Mouse Deckables, na, die Buletten oder die Fliegen. Kann man ja normalerweise nur einzeln packen. Ich muss es aber einzeln gepackt haben, damit ich es benutzen kann. Das ist eine interessante Sache an dem Mouse Deckables, dass es also nicht zu leicht wird. So, und ich schaue mich dann hier mal nochmal weiter. Das kann ja richtig spaßig werden, was mich hier erwartet. Und dazu dann noch die grausige Geräuschkulisse. Na, mal sehen. Kräftig zu Gange, da habe ich also nicht mehr allzu viel. Vielleicht doch. Es kommt eher ein bisschen mehr in den Nahkampf gehen. Das sieht auch lustig hier aus, vielversprechend. Große Höhle. Und Zombie. Hell wird das hier trotz der Fackeln nicht. Habe ich manchmal den Eindruck. Dieser Mod mit dem Minenarbeiterhelm scheint doch unter Umständen so ein bisschen die Beleuchtung zu versauen. So. Nicht, dass mir jetzt einer noch von hinten da reinkommt. Okay, wir haben es hoffentlich bald Tag. Habe, sind allerdings die Spinnen, die können ja jetzt klettern. Gefällt mir gar nicht. So, man braucht immer ein Weilchen, bis die Fackeln wirksam werden. Erstmal hier. Kohle. Da ist sogar
wollt ja eigentlich rumlaufen mit euch und Landschaft entdecken, ne? Kann das sein? Und ja, jetzt stecke ich also hier in der Höhle. Kohle. Kohle, Kohle, reimt sich. Naja. Das jetzt hier aber hoffentlich. So, Kobelstone geschnappt, damit ich das hier dicht machen kann. Das hört sich so an, die Zombies draußen in der Sonne verbrennen. Wäre also Zeit, wieder an die Oberfläche zu ziehen. Allerdings möchte ich mir doch hier eine ganze Menge Eisen hier rausholen. So. Wieder ein bisschen zugemacht. So. Ja. Soweit zu dieser Höhle. Ich glaube allerdings nicht. Hurra, Tageslicht. Dass ich mir die noch großartig weiter erkunden werde, weiß ich nicht. Ich werde mir die Stelle hier auf jeden Fall mit Fackeln markieren. Sichere kurz einfach nochmal, bevor ich den Helm abnehme. So. Umschauen, umschauen, umschauen. Vorsicht, Umsicht, Nachsicht. Nicht, dass wir hier das Nachsehen haben. Und uns ein Creeper in die Luft bläst. So. Dann setzen wir uns hier mal Fackeln hin. Um diese Höhle zu markieren. Dass wir da später vielleicht mal wiederkommen, denn da scheint ja doch noch einiges auf uns zu warten. Und erstmal geht's aber weiter mit Holzfällen und Setzlinge holen. Solange der Tag Licht ist, nutze ich die Gelegenheit, hier auch noch ein kleines Vorspiel vorbereitet mit der Übersicht und muss das dann auch abstimmen, dass das eine Viertelstunde wird. Kleinen Moment, bin gleich wieder da.